Dieses Video richtet sich an Besitzer von intakten Hündinnen. Und obgleich ich in der Regel zum generischen Maskulinum greifen, bezieht sich dieses im heutigen Kontext tatsächlich primär mal auf die Männer. Bei der Anschaffung eurer Hündin dachtet ihr, ihr werdet besonders schlau und holt euch eine eben solche, damit die nicht permanent versucht, gegen irgendwelche Laternenzäune zu pieseln. Als ihr dann darüber informiert wurdet, dass auch Hündinnen mitunter ihre Schwierigkeiten mit sich bringen können, dachtet ihr euch nur, diese Läufigkeit wird wohl halb so schlimm sein. Nachdem euer zauberndes Wesen hier euch jetzt aber die erste weiße Boxershorts ruiniert habt, seid ihr nun mit der imminenten Gefahr konfrontiert, dass dieses bezaubernde Wesen noch viel mehr versauen könnte. Zunächst organisiert ihr euch eine sogenannte Läufigkeitshose. Im Weiteren besprechen wir den Unterschied zwischen Binden und Slip-Einlagen. Das ist nicht das Gleiche. Der Rest ist quasi selbsterklärend. Ihr geht in den Supermarkt und holt euch Binden, denn die sind saugfähige und das wollt ihr für eure Verwendungszwecke, aber nicht irgendwelche, sondern welche ohne Duftstoff. Dann klebt ihr die in die Läufigkeitshose und wechselt die spätestens alle 12 Stunden, um keine Infektionskrankheiten zu riskieren. Gern geschehen, für mehr Infos abonniert den Kanal. Tschüss!